Okay, dann 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge. Und zwar haben wir 30 Minuten Zeit für Folgendes. Springe auf den Maze Bank Tower von der Spitze des Baukrans oder umgekehrt, je nachdem, was höher ist. Okidoki, dann schauen wir doch mal, wie das mit dem... Was das mit dem Maze Bank Tower auf sich hat. Springe auf den Maze Bank Tower von der Spitze des Baukrans oder umgekehrt. Springe auf den Maze Bank Tower von der Spitze des Baukrans oder umgekehrt. Okay, was soll man machen? Springe auf den Maze Bank Tower von der Spitze des Baukrans oder umgekehrt. Wie soll das denn gehen? Da komme ich doch niemals hin. Das sieht echt nicht so simpel aus. Ich ganz ehrlich. Also das ist der Maze Bank Tower und da hinten ist der Baukran. Hier ist kein Baukran. Aber ich kann ja von hier aus nicht auf die Spitze des Baukrans springen. Oh, was? Und umgekehrt auch nicht. Okay, ich weiß nicht, wie das geht. Wir gehen woanders hin. Okay. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ist der Baukran? Ich würde schon sagen, das ist der Baukran. Das ist zumindest das Baukran-mäßigste. Und da aus jetzt da drauf springen. Hab ich. Oh, und jetzt bin ich runtergefallen. Halbe Stunde ist vorbei. Jo. Und wir hatten die Möglichkeit, mehr oder weniger die Möglichkeit, 10 Sachen zu machen. Und eine Sache hat mich richtig, richtig verwirrt. Und zwar das mit dem, von dem einen aufs andere springen. Das hat nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach funktioniert das nicht, ja. Also, meiner Meinung nach ist der kranigste Teil dort das Ding, wo dieser Fensterwischer dranhängt. Und da kannst du vom obersten Maze Bank Bereich auf den Träger springen. Aber Baukran in dem Sinne ist es nicht. Sondern also das Baukran, ist halt ein Kran. Der Baukran, der daneben springt, der ist fast genauso hoch. Wenn du vom Maze Bank Tower springst und den willst du den Fallschirm aufhast, bist du schon so tief, dass du nicht mehr hochkommst. Genau. Also ich stand auch auf der Maze Bank drauf und habe gesagt, das funktioniert nicht. Also ich weiß, was du meinst, Jay. Da war nämlich nur ein kleiner Mini-Kran. Das war aber eher ein Gestell. Das war ja kein Kran. Wo der Fenster, genau, wo der Fensterwischer dran ist. Ja, genau. Aber ist das nicht ein Kran? Nee, ein Kran musst du doch so drehen können, ja, oder? Aber der Baukran wollten die ja haben. Genau, und in der Aufgabe steht ja auch Baukran. Okay, ihr habt es anders interpretiert als ich. Moment, denkst du, das wäre ein Baukran? Hm. Nee, aber ich denke, das ist das, was am kranigsten da war. Genau, aber es ist halt kein Baukran. Also ja, okay, dann müsst ihr das ja... Also neben dem Maze Bank Tower, wirklich direkt daneben, das nächste Gebäude ist ein Baukran. Ich weiß, was ein Baukran ist. Ich hab das schon verstanden. Okay, dann müssen wir da gar nicht drüber diskutieren. Okay, also ging nicht. Also, fliege mit einem Hubschrauber oder Flugzeug durch... Oder, was hast du gesagt? Ja, nee, ist okay. Also, wir sind da anderer Meinung. Ah, du also meinst, ich meine, du konntest auf den Baukran springen? Ihr hängt euch jetzt gerade an dem Namen Baukran auf. Ich bin der Meinung. Ja, das ist ja die Aufgabe. Ja, okay. Wir haben nicht definiert, was genau der Baukran ist. Und ich habe dann definiert, dass das für mich der Kran ist. Ja, beim Baukran ist ja ganz klar, das ist ja dieses Ding, was sich oben noch von links nach rechts drehen kann. Das ist ja kein Fensterputzerkran oder so. Wie gesagt, ihr habt es anders interpretiert als ich. Ja, wie interpretierst du denn das Wort Baukran? Ist so, wie ihr das interpretiert, aber dort ist kein Kran in der Nähe gewesen, der halt möglich war, außer der graue. Der andere war ja gar nicht möglich. Deswegen habe ich halt den Kran genommen, weil dann nehmen wir das halt raus aus der Wertung. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass ich meine Aufgabe geschafft habe. Aber wir können es trotzdem aus der Wertung rausnehmen. Okay. Dann können wir mal zusammenrechnen. 8. 7. Ich glaube, ich habe 6. /9. Ich glaube, ich habe 6. Nee, nicht /9. Ja, lass ihn doch reden, ist doch okay. Okay, das heißt, Jonathan gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Nehme ich. Sehr gut. Und das war mal wieder eine GTA Online Challenge.